Glückspilz-Blog. Hallo liebe Glückspilze und herzlich willkommen im Jahr 2015. Ich freue mich gerade so dermaßen, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ja, nicht nur, weil ich, mir ist durchaus bewusst, dass mein letzter Vlog gefühlte 100 Jahre zurückliegt und deswegen ist das für mich persönlich gerade ein echtes Highlight. Und nein, nicht nur deswegen, sondern heute ist Relaunch-Time. Was genau das bedeutet, darauf gehe ich jetzt gleich ein bisschen näher ein. Und zwar habe ich den gesamten Januar damit zugebracht, meinen Blog und alles, was damit zusammenhängt, im wahrsten Sinne des Wortes zu relaunchen. Also alles von null neu aufzuziehen, ein völlig neues Blogdesign, total strukturiert und geordnet. Ich habe jetzt endlich eine eigene Blogdomain und zwar glückspilz-blog.de mit UE geschrieben und nicht nur das, sondern auch einen Facebook-Account, einen Instagram-Account, also wirklich alles, was dazu gehört, um irgendwie sinnvoll im Netz zu starten bzw. weiterzumachen in meinem Fall. Genau, und damit habe ich meinen Januar zugebracht und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass ich jetzt auch bei YouTube mein Kanalbild und so weiter, dass das alles geändert ist und alles abgestimmt eben auch auf die anderen Social-Media-Kanäle und wenn euch das interessiert und ich hoffe es natürlich sehr. Ich verlinke natürlich alle in der Infobox da unten und würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mir auf allen Kanälen folgt oder einen Daumen nach oben gebt oder was auch immer dazu notwendig ist, dass ihr täglich oder ja im Zwei-Tage-Takt, sage ich jetzt mal, mit positivem Feed versorgt werdet, denn nichts ist mir wichtiger, nichts liegt mir mehr auf dem Herzen, als euch da draußen allen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und euch mit meiner guten Laune anzustecken, denn ja, deshalb bin ich hier. Das ist Glückspilz und die Reise, die vor uns liegt, wird sehr spannend sein. Wir werden sehr viel gemeinsam philosophieren mit der Happy End für Dummies Reihe zum Beispiel, die ich jetzt endlich 2015 fortsetzen möchte, aber dann natürlich auch wieder Hörbücher, das was ihr schon gewohnt seid von mir. Ich weiß, mir ist bis jetzt immer noch nicht so ganz klar, was hier eigentlich mein Publikum vor allem, für was ihr hier eigentlich vor allem da seid. Also seid ihr eher hier wegen den Vlogs, okay, von denen hat es 2014 jetzt nicht so viel gegeben oder nur für meine Geschichten. Es ist ja eigentlich auch relativ egal, Hauptsache ich weiß und habe das Gefühl, hey, ich erreiche euch und ich kann euch oder selbst wenn es nur einer von euch da draußen ist, ich kann einem von euch ein strahlendes Lächeln auf die Lippen zaubern oder zumindest ein kleines Glücksgefühl mit auf den Weg geben und ihm den Tag versüßen. Genau, und dann noch zu einer anderen sehr tollen Nachricht und mein Herz platzt gerade echt vor Freude. Ihr werdet schon merken, ich bin mega hibbelig und aber das liegt echt daran, dass ich mich gerade so freue, wieder hier zu sein und so gespannt bin auf alles, was da kommt 2015 und so viel, was zu bereden gibt, so viel, was zu berichten gibt. Deswegen echt, ich freue mich einfach unglaublich. Genau, aber jetzt wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, es gibt jetzt neuen Journalistenzuwachs auf meinem Blog, beziehungsweise auf Glückspilz, denn er wird jetzt auch noch von, ich möchte sie jetzt hier mal als das Hutmädchen anteasern, geführt und sie erzählt durch die Augen von Violetta eben von zauberhaften Begegnungen. Das Ganze wird in so einer süßen literarischen Form gehalten sein. Schaut es euch einfach an. Es ist wirklich ganz entzückend und mit mir hat Violetta auf jeden Fall schon mal eine begeisterte Leserin gefunden und ich hoffe natürlich, dass ihr euch auch dafür begeistern könnt und dass ihr darin eine schöne Beschäftigung findet, die einfach euren Tag, selbst wenn es draußen regnet, ein bisschen heller, ein bisschen mehr von Sonnenlicht durchflutet macht. Und weil heute so ein besonderer Tag ist, habe ich mir gedacht, ich mache wieder eine Verlosung. Das letzte Mal hatten wir es ja, glaube ich, zum 500 Abonnenten Special. Jetzt haben wir uns fast verdoppelt. Wir sind bei 800 Abonnenten, was auch schon eine tolle Zahl ist, aber nicht die Zahl ist gerade entscheidend, sondern einfach dieser neue Schritt für Glückspilz,
für mich und damit natürlich auch eingeschlossen das Hutmädchen. Und ja, zu diesem Anlass gibt es wieder eine ganz tolle Verlosung und hier zeige ich euch jetzt gleich mal, was es zu gewinnen gibt. Zum einen hätten wir da einmal diese von mir liebevoll gestalteten Happy Treats. Perfekt also für alle Naschkatzen und solche, die wissen, dass nicht nur Liebe durch den Magen geht, sondern auch das Glück. Die Happy Treats oder auch schmackhaften Erdbeerbonbons befinden sich in einem hochwertigen Weckglas und warten nur darauf, begierig von euch verschlungen zu werden. Dann gibt es noch dieses von mir ebenfalls selbst gestaltete Notizbuch mit der Aufschrift Little Book of Big Dreams. Dort könnt ihr dann in Zukunft all eure zauberhaften Augenblicke festhalten, die euch in eurem Leben noch begegnen werden. Ob als Tagebuch, Notizbuch oder als Skizzenbuch, eurer Fantasie sind hier eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Und da sich hinter dem kreativen Buchdeckel Blankoseiten befinden, kann sich hier auch dementsprechend ausgetobt werden. Sobald der Gewinner feststeht, werde ich darin übrigens auch noch eine persönliche Widmung verewigen. Ja, ich hoffe, euch gefallen meine Gewinne. Sie sind natürlich wieder mit sehr viel Herzblut und Liebe gestaltet und aufbereitet und mit vielen schönen Gedanken dabei, die euch dann hoffentlich auf die richtige Art und Weise erreichen. Und die Teilnahmebedingungen sind eigentlich total einfach. Da ich es hier ja auf YouTube verlose, natürlich tease ich das auch auf Instagram und Facebook an, aber hier ist die Hauptverlosung, sage ich jetzt mal, ist es natürlich wichtig, dass ihr Abonnent meines Kanals seid. Dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar unten in der Comment-Section und weist mich darauf hin, dass ihr dieses Paket unbedingt gewinnen wollt. Erzählt mir gerne auch, warum ihr das unbedingt haben wollt, warum gerade ihr die oder derjenige sein solltet, die oder der dieses Paket dann letztendlich bekommt. Und natürlich bin ich auch unglaublich dankbar für jede Starthilfe, die ihr mir geben könnt auf meinen anderen Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram. Wie vorhin schon erwähnt, unten in der Infobox findet ihr alle Informationen und Links dazu und freue mich jetzt auf ein baldiges Wiedersehen hier auf YouTube, aber auch auf glückspilz-blog.de. Den Gewinner ziehe ich dann übrigens im Februar-Vlog natürlich und ja, ihr dürft gespannt sein. Jetzt wünsche ich euch natürlich allen noch alles Glück der Welt und hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.